Wer sind meine Top 10 in diesem Jahr bei WWE? Das möchte ich euch gerne in diesem Video vorstellen. Bevor es losgeht und ich meine Liste aufzähle, möchte ich einige Anmerkungen vorher noch loswerden. Wrestling ist etwas vollkommen Subjektives, so auch meine Liste. Einige Experten, vermeintliche Experten, versuchen durch Sternebewertungen Wrestling objektiv zu gestalten, was völlig ironisch ist, weil das ist ja auch nur subjektiv und nichts anderes. Jeder hat andere Gradmesser. Es gibt natürlich im Wrestling greifbare, durchaus messbare, objektive Gradmesser, seien es Ticketverkäufe, nachdem ein bestimmter Wrestler angekündigt wurde, oder Zuschauerverhalten in Form durch Ratingsverläufe, die berühmten Viertelstunden-Ratings bei Fernsehsendungen, oder wenn du in der Halle selber bist, durch Heat, die einfach spürbar ist, was du dann einschätzen kannst, wie over ein jeweiliger Wrestler dann auch ist. Was im Fernsehen nicht so wirklich möglich ist, weil diese Atmosphäre einfach nicht transferiert werden kann. Das ist einmal wichtig für mich im Vorfeld. Außerdem, diese Liste, es geht um euch und um mich. Ihr folgt mir, weil ihr die WWE-Sachen von mir eben auch kennt. Das heißt, in dieser Liste sind WWE-Leute und das ist ein Dankeschön von mir an euch. Ich weiß, was passieren wird. Sobald dieses Video raus ist, dann werden die ersten Leute MJF nennen oder sonst irgendwie nennen. Natürlich, der hat auch ein großartiges Jahr hingelegt. Ich sage aber auch direkt ganz ehrlich, von Anfang an, wenn ich eine Top 10 Liste machen würde oder die letzten Jahre gemacht hätte, ich glaube, wenn ich dann von allen Ligen nehme, dann wäre seit 2015, glaube ich, bei mir auf Platz 1 immer Kazuchika Okada. Nur auch da, das wäre subjektiv von mir. Und da es hier um WWE geht und jemand dann was anderes bringen will, er braucht sich damit nicht irgendwie profilieren. Das ist eher so wie in der Schule, wenn ihr eine Mathearbeit schreibt und dann die beste Englischklausur abgibt, Thema verfehlt, durchgefallen. Wenn ihr in der Uni seid, ist eine BWL-Klausur und ihr gibt die geilste Statistikklausur ab, durchgefallen. Also, es geht um das Thema, wie es hier im Titel steht und damit starten wir jetzt mit meiner Top 10 Liste. Platz 10, wahrscheinlich für einige überraschend, dass er so weit unten in der Liste steht, nämlich Seth Rollins. Ja, er ist der erste WWE World Heavyweight Champion, nur irgendwie fehlt mir bei Seth Rollins irgendwas im Charakter. Ich weiß ja ganz viele verschiedene Reinkarnationen durch, im Shield, dann der Architekt, der war als Champion, da hat er mir im Übrigen am meisten gefallen. Dann Monday Night Rollins, er war der Messias, jetzt ist er der Dirigent, Typ. Im Ring, ja, spektakulär, hat einiges, war auch sehr innovativ vor einigen Jahren. Für mich ist das alles so, er will etwas unbedingt darstellen. Er möchte unbedingt etwas erreichen und dabei geht er einfach ein paar Schritte einfach viel zu weit. Am meisten war es zu sehen beim Debüt von CM Punk. Das war, also, es war so, so viel, weil ich dachte, meine Herren, da, 3 Stufen weniger hätte auch gelangt an der Stelle. Und jetzt muss quasi CM Punk eigentlich das Ruder übernehmen, damit diese Rivalität auch wirklich ganz, ganz vorne auf dem Marquee quasi präsentiert werden kann und dass das CM Punk kann. Das wissen wir ganz genau. Also eigentlich ist das Erscheinen von CM Punk für Seth Rollins und seine Karriere und diese Titelregentschaft gerade ein Segen. Denn das kann ihn potenziell in WrestleMania Main Event einbringen. Das kann ihn selber so ein bisschen normalisieren und gleichzeitig auch greifbarer machen. Und nicht so dieses drüber hinaus irgendwie sein. Seth Rollins, er wollte dieser kämpfende Champion sein, Fighting Champion. Er setzt immer seinen Titel aufs Spiel und die Leute sollten dadurch quasi auf seine Seite gerissen werden. Der Fighting Champion bei Raw,
das ist Gunther. Also nicht mal in dieser Rolle ist er in der Wochenshow die Nummer 1, sondern der Intercontinental Champion ist darin die Nummer 1 und blüht auf, indem er in jedem Match jeden anderen überbietet und als Fighting Champion die Sendung bestimmt. Und das ist heftig. Das ist richtig heftig. Trotzdem natürlich Seth Rollins. Ich weiß, er hat viele Fans und ich weiß, vielen wird das vielleicht nicht gefallen. Nochmal, es ist meine Ansicht und vielleicht ist irgendwo ein Funke, wo ich einen Nerv treffe, denn ich glaube, dadurch ist für Seth Rollins in den kommenden Jahren eine ganze Menge Luft nach oben. Platz 9, Damian Priest. Er hat das Money in the Bank Leiter Match gewonnen. Er hat den Money in the Bank Vertrag vor allem in London bei dieser besonderen Veranstaltung, in dieser besonderen Atmosphäre sich gesichert. Und das ist natürlich auch so ein großer Vertrauensbeweis. Mal sehen, wie er das Ganze dann auch umsetzen wird. Er ist bei Raw einer der Eckpfeiler geworden, dadurch, dass Judgment Day sehr präsent war einfach in diesem Jahr und ist auch in dieser Rolle sehr gewachsen. Bei Backlash hatte er dieses große Match gegen Bad Bunny und auch das war so wirklich, wo zu sehen war, der Mann ist Teamplayer. Und dadurch ist natürlich auch diese Rolle, in die er immer weiter wächst, das Ganze auch zu spüren. Und er hat eine ganz besondere Aura. Strahlt so etwas Unglaubliches einfach aus. Also das schreit nach Star einfach bei ihm. Damian Priest dann dazu, diese Stimme. Ja, Damian Priest zu Recht. Und auch da werden die nächsten Jahre sehr interessant zu sehen sein. Und den Money in the Bank Vertrag wird er ja auch nicht ewig halten. Er muss ihn ja spätestens nach 12 Monaten einlösen. Also interessant, wie sich die Geschichte um den Money in the Bank Vertrag dann am Ende auflösen wird. Platz 8, Sami Zayn. Denken wir doch einfach mal an die ersten Monate in diesem Jahr zurück. Er war Dreh- und Angelpunkt der Bloodline-Story. Und das hat ihn so besonders gemacht. Er war quasi dieses Salz in der Suppe, von dem wir gar nicht wussten, dass wir es gebraucht haben bei der Bloodline. Das war faszinierend einfach zu sehen. Und dann natürlich erst dieser große Split beim Royal Rumble mit dem dramatischen Stuhlschlag gegen Roman Reigns. Dann der Main Event gegen Roman Reigns um den Titel, wo ja viele gehofft haben, dass Sami Zayn Roman Reigns entthronen wird. Also das war unglaublich. Also Cinema ist ja genannt. Also großes Kino war es definitiv, das Ganze mitzuerleben. Der hat eine emotionale Verbindung aufgebaut, Sami Zayn. Natürlich dann der Main Event an der Seite von Kevin Owens gegen die Usos. Da wurde dieser große Blow-Off auch noch einmal präsentiert. Das war toll. Das war ein Highlight im ersten Quartal so ungefähr. Und das Ganze dann bei Raw ist dann wieder so, gehst du Raw und irgendwie ist es dann dahin geplätschert so ein bisschen. Und dieser unglaubliche Aufstieg und jetzt so sukzessive, immer ein Tickchen weniger jetzt auch, natürlich unglücklicherweise nicht mehr zu sehen, aber wer zurückkommt, mal sehen, wo er dann anknüpfen kann. Platz 7, Jey Uso, und noch einer, der sehr von der Bloodline-Story mit Roman Reigns profitiert hat. Wer hätte denn das gedacht? Bevor eigentlich Roman Reigns wieder so als der große Tribal Chief, der Stammeshäuptling aufgetreten ist, dass Jey Uso einer der größten Profiteure davon ist, als Einzelsuperstar. Nie im Leben. Überhaupt nicht. Natürlich auch Jimmy Uso, nur noch nicht ganz in diesem Ausmaß wie Jey Uso, wie Main Event Jey Uso. Und der große Main Event beim SummerSlam war eigentlich auch schon wieder so kurz davor, wo viele auch gehofft haben und dachten, jetzt ist es soweit. Roman Reigns wird entthront und Jey Uso leitet eine neue Ära ein, eine neue Ära der Bloodline. Soweit kam es nicht. Nichtsdestotrotz für Jey Uso natürlich ein unglaublicher Höhepunkt, als er bei Money in the Bank Roman Reigns gepinnt hat. Das war ein unglaublich emotionaler Moment, wo alle aufgesprungen sind. Nicht nur in der Halle, sondern alle, die es auch vom Bildschirm gesehen haben. Und Jey Uso ist eine Stimmungskanone. So durfte ich ihn ja auch bei einem Interview kennenlernen und das vermittelt er einfach auch in der Halle, wo er auch hingeht. Jetzt bei Raw erstmal so ein bisschen sich einpendeln ist die Frage. Richtung WrestleMania wäre natürlich ein Aufeinandertreffen zwischen ihm und
sein Zwillingsbruder Jimmy eigentlich das, was ich mir zumindest so ein bisschen erhoffe. Und die beiden haben es ja selber gesagt. Und auch Jey Uso hat selber gesagt, beim Interview hier auf dem Channel könnt ihr es von, also auf meinem Channel könnt ihr euch das gerne mal ansehen. My dream WrestleMania match is against Jimmy Uso in a ladder match. Oh yeah, hell yeah, Uso. My dream match is against my brother for sure. I think we could really get creative with these ladders and do some stuff people's never seen before. Maybe have my dad as a special guest, you know, like flip it up. Platz 6, Rhea Ripley. Was hat diese Frau für eine grandiose Entwicklung als Führungskraft bei Judgment Day und überhaupt als Star bei WWE durchgemacht in diesem Jahr? Sie war immer eine ganz besondere Person und jetzt in Kombination mit Dominic Mysterio ist sie noch weiter gewachsen. Sie ist natürlich bei WrestleMania gegen Charlotte Flair in einem der Showstile an diesem Abend angetreten und da war auch Charlotte Flair sehr, sehr entscheidend auf jeden Fall, weil die wollte es auch jedem beweisen und Rhea Ripley ist das knallhart mitgegangen, wie Charlotte Flair mitgegangen ist und es scheint so, dass erst dann, als Rhea Ripley dann zu Mami wurde, dann nochmal diese etwas noch angepasstere Erscheinung hatte, da war Rhea Ripley einfach nochmal mehr, als sie vorher war und sie hat Bombenjahr hingelegt. Also sie gehört auf jeden Fall in diese Top 10 für mich. Deshalb auch da noch ein bisschen Luft nach oben vielleicht. Mal sehen. Also Rhea Ripley auf jeden Fall ein Star der kommenden Jahre. Und vielleicht auch noch ein bisschen über WWE hinaus könnte Rhea Ripley da eine sehr interessante Entwicklung machen. Wer weiß, vielleicht ein kommender Filmstar. Gibt es zu. Wer hätte Dominic Mysterio so ein grandioses Jahr zugetraut? Niemand. Erst zu Beginn des Jahres diese große Rivalität gegen seinen Vater Rey Mysterio, die hat so viele Emotionen geweckt bei den Fans, bei uns allen. Das war sehr, sehr schön mit anzusehen, vor allem richtig mitzufühlen. Und dann wurde er NXT North American Champion. Und wer hat diesem Titel zu dem Zeitpunkt eine solche Bedeutung gegeben? Erst als Dominic Mysterio mit diesem Titel aufgetaucht ist, da reden wir wieder von Heat. Nicht nur in der Halle, sondern allgemein, wenn er aufgetaucht ist. Viel mehr als nur dieses Boon, sondern alles, was er gemacht hat, hat eine unglaubliche Emotion geweckt. Natürlich im Zusammenspiel mit Rhea Ripley. Deswegen haben diese beiden zusammen ja auch so ein tolles Jahr hingelegt. Und Dominic Mysterio war eben dieser entscheidende Faktor. Das müssen wir uns einmal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat ein Charisma plötzlich hier mal zur Schau gestellt. Beeindruckend. Wirklich, wirklich beeindruckend. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Also wirklich grandioses Jahr von Dominic Mysterio. Und deshalb möchte ich dem Ganzen quasi auch in der Form ehren, dass er hier unter die Top 5 gekommen ist. Cody Rhodes ist omnipräsent bei WWE. Er ist der Top-Babyface bei allen, so gefühlt, wo er auftaucht. Wenn du Cody Rhodes brauchst, ist er da. Er hatte diesen großen Main-Event gegen Roman Reigns, wo dieses dramatische Ende eben auch noch war, wo er den Titel eben nicht gewinnen konnte. Nur scheint es so, als ob die Geschichte, die berühmte Geschichte, noch nicht zu Ende erzählt ist bei ihm und den kriegst du nicht unter, egal in welcher Rivalität er steckt, sei es danach direkt gegen Brock Lesnar, jetzt am Ende des Jahres mit Shinsuke Nakamura, dazwischen dieses viele gegen den Judgment Day, immer, immer ist Cody Rhodes da und die Leute explodieren, wenn er rauskommt und das zeichnet ihn eben aus, er ist so eine gewisse Substanz, die er eben auch ausstrahlt. Und das macht ihn zu einem ganz wichtigen Faktor bei WWE. Also er ist eine treibende Kraft und deshalb auch sehr, sehr weit vorne einzuordnen. Fernab von dem, was wir im Fernsehen sehen. Natürlich zählen da auch so Dinge wie Merchandise-Verkäufe, Ticketverkäufe eben auch hinzu. Die ganzen öffentlichen Auftritte, die er mit dazu macht. Also Cody Rhodes ist einer der Top-Stars bei WWE und zählt da für mich auch ganz weit nach oben, da er auch Platz 4. Die Top 3 in meiner Liste eröffnet Gunther. Gunther
hat den Rekord eingestellt und überboten als der am längsten amtierende Intercontinental Champion. Er ist der Fighting Champion bei Raw als Intercontinental Champion. Eigentlich jede Rivalität, die er hat, die hat eine besondere Dramaturgie. Er hat ein Alleinstellungsmerkmal, das er selber über Jahre aufgebaut hat. Sei es in Erscheinung, sei es in der Art und Weise, wie er am Mikrofon ist und natürlich auch in seinen Matches. Und das zeichnet ihn aus. Das macht ihn so besonders und deshalb absolut zu Recht für mich auf dem Podium als Nummer 3. Warum nicht weiter oben? Weil noch Luft nach oben ist. Und das ist das Besondere bei ihm. Also, ja, Gratulation gehen raus an Gunther. Respekt. Auf Platz 2 Roman Reigns. Wohin dieser Mann geht, geht auch das Zuschauerinteresse. Sei es live, sei es im Fernsehen. Und die Auswirkungen sind im Übrigen nicht nur in den USA bei den Einschaltquoten, sondern auch bei uns spürbar, wenn er samstags bei SmackDown angekündigt wird und dann auch da ist. Das gibt auch nochmal einen besonderen Schub. Er ist der Mann an der Spitze, er ist der unumstrittene Champion als Undisputed WWE Universal Champion und im Endeffekt ist jedes Match, in dem er beteiligt ist, der Main Event, automatisch. Auch die Tag Team Matches, die wir gesehen haben, dieser Bloodline Civil War, der Familienkrieg der Bloodline bei Money in the Bank hat ja auch so ein unglaubliches Interesse ausgelöst, viele Emotionen und die Leute sind einfach damit mitgegangen. Das Match gegen Cody Rhodes schon angesprochen, im Fall von Cody Rhodes. Der SummerSlam Main Event mit Jey Uso. Überall, wo Roman Reigns auftaucht, da ist natürlich dieses Besondere. Natürlich auch deshalb, weil er eben diesen Rekord jetzt hält. Weil er der fast schon ewige World Champion ist. Das heißt, jeder will jetzt dabei sein und es miterleben, live miterleben, sei es in der Halle vor Ort oder eben am Bildschirm, wenn diese Titelregentschaft endet. Jeder will wissen, wie es sich anfühlt und das ohne Spoiler, ohne nichts miterleben und das macht es besonders. Wann gab es so etwas das letzte Mal? Also Zeiten, die wir gar nicht wussten, dass es sie noch gibt, die sind mit Roman Reigns erreicht. Eine Sache einfach, warum er bei mir auf Platz 2 in meiner Liste ist, ich glaube, das erkläre ich beim nächsten. Platz 1, LA Knight, yeah! Also für mich der Shooting Star. Wie kann LA Knight ein besseres Jahr hinlegen als das? Also er ist wirklich von gar nichts aufgetaucht. Er war am Boden, noch weiter unten, völlig unbeachtet, missachtet, nicht ernst genommen. Nur er hat an sich geglaubt und ist jetzt genau da. Und ich zeige mit Absicht so knapp unter dem Titel, denn dazu hat es nicht gelangt. Und da schließt sich der Bogen zu Roman Reigns. Ja, ein grandioses Jahr von ihm. Bisschen mehr hätte ich mir persönlich einfach noch gewünscht, dass er da gewesen wäre. Das hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Reiz gegeben. Und einfach, weil so ein Jahr, wie LA Knight es hingelegt hat, das möchte ich einfach in meiner persönlichen Liste auch entsprechend küren. Denn so ein unfassbares Jahr werden wenige in den nächsten Jahren nochmal hinlegen, wo wir wirklich sagen, der Mann war überhaupt nicht auf dem Radar und jetzt überhaupt nicht mehr wegzudenken. Leute kaufen Tickets, um diesen Mann zu sehen. Wenn er in die Halle kommt, geht wirklich ein Orkan einmal durch. Der Einzug bei Money in the Bank war beeindruckend. Und das Ganze, natürlich sagen die jetzt, ja, das plaut ab. Naja, Moment mal. Also, das geht so hoch, da ist die Begeisterung. Und es hält sich ja immer noch auf diesem unglaublichen Niveau. Bei Stone Cold Steve Austin war es ja auch so. Es explodiert und dann irgendwann das Niveau. Und natürlich, als er dann Champion wurde, ist es nochmal höher gegangen. Da ist jetzt die interessante Frage. Wird das in den kommenden Jahren, wird es in dem nächsten Jahr irgendwie passieren, dass LA Knight das ganz große Gold bekommt oder passiert was anderes? Wird er Logan Paul? Logan Paul ist ja so einer, der unglaublich polarisiert. Und wenn der den US-Champion-Titel noch etwas länger hält und LA Knight dann derjenige wäre, der ihm dann das Gold abnimmt und quasi uns alle von Logan Paul befreit, das Ganze von einer großen Kulisse, wie zum Beispiel WrestleMania, dann wäre so ein Sieg natürlich auch karriereprägend für LA Knight. Der erste Titel bei WWE, US Champion, Logan Paul besiegt bei WrestleMania. Das würde ihm schon eine ganze Menge Auftrieb geben.
Und vielleicht passiert es ja so. Ein interessantes Jahr bei WWE, interessante Entwicklungen und natürlich Überraschungen, die wir miterlebt haben. Daher, das ist meine Top 10 Liste im Jahr 2023 von WWE. Und jetzt natürlich meine Frage an euch: Wie ist eure Top 10 Liste bei WWE? Und ich wiederhole nochmal, es geht um WWE einfach in diesem Fall, weil ich das für euch machen möchte und die meisten wegen der WWE-Videos einfach hier sind. Eine komplette Liste. Es geht nicht ums Profilieren, weil sonst könnte ich auch einfach Kollegen von der WWF, was ihr immer hier im Hintergrund seht, auch aufzählen, weil da habe ich natürlich auch eine persönliche Bindung einfach auch dazu. Also, ich bin gespannt, was ihr alles so zu sagen habt, ob ihr bei manchen Dingen mir vielleicht zustimmt oder ob ihr es komplett anders seht. Da sind ja so ein paar Sachen dabei. Nur, wie gesagt, Wrestling ist subjektiv und Wrestling soll Spaß machen. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video euch Spaß gemacht hat. Mal sehen, was für Videoideen noch in meinem Kopf so sprießen, damit ich vielleicht 2024 so ein bisschen regelmäßiger auch auf YouTube was machen kann.